Der zweite Punkt, den wir hier kurz erwähnen, ist die Verwendung von Ketam. Er sagt ja hier, Al-Ketam, man kann sich die Haare mit Ketam oder mit Henna färben. Ketam und Henna kommen beide im Hadith vor, im Hadith von Ahmed und Abu Dawud. Auch bei Tirmidhi überliefert, in dem Hadith von Abu Dharr, radiyallahu anhu. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: Inna ahsana ma ghayartum bihi shayb, inna ahsana ma ghayartum bihi shayba al-hinna wal-katam. Das Beste, womit ihr den Shaib verändert. Das Shaib ist das weiße Haar. Womit ihr da euch das graue Haar färbt, das ist Henna und Ketam. Henna ist euch wahrscheinlich allen bekannt. Ketam ist auch ein traditionelles Pflanzenpulver, das in einigen Teilen der arabischen Welt verwendet wird, um die Haare zu färben. Und es wird aus getrockneten und gemahlenen Blättern dieser Ketam-Pflanze gewonnen und es hat eine dunkle Farbe, die ja so ein bisschen in Richtung braun-rot geht. Braun, eigentlich so braun, glaube ich. Taib. Die dritte Sache, die er erwähnt, ist das Schwarzfärben der Haare. Das Schwarzfärben der Haare. Und hierzu sagt er, dass es makruh ist. Wa yukrahu bis-sawad. Wa yukrahu bis-sawad. Das Schwarzfärben ist unerwünscht. Wegen dem Hadith von Jabir radiyallahu anhu. قال أتي بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة. Man brachte Abu Quhafa am Tag der Eröffnung zum Propheten صلى الله عليه وسلم und sein Bart und Schopf waren weiß wie Tharama. Tharama ist eine weiße Pflanze, eine Blüte, die weiß ist. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Ghayyiru hadha bi shay'in wajtanibu as-sawad. Ghayyiru hadha bi shay'in wajtanibu as-sawad. Ändert dies mit irgendetwas, also die Farbe, und meidet das Schwarz. Meidet das Schwarz. Die Hanabila sagen, dass dieses Prohibitiv hier für die Karaha ist. Es ist für die Karaha. Und über den Hadith sind sich die Ahlul Ilm uneinig, ob diese Aussage, wo Stenibus Sawad noch Teil des Propheten, der prophetischen Aussage ist, oder ob das Mudraj ist. Mudraj bedeutet, wenn ein Rabi ein Wortlaut im Text hinzufügt. Ein Rawi etwas im Wortlaut hinzufügen. Jedenfalls, das, was die Hanabila sagen, das sagen ebenfalls die Hanafiya und die Malikiya. Auch die Hanafiya und die Malikiya stimmen den Hanabila hierin zu. Grundsätzlich sagen wir es mal, dass es makruh ist. Es gibt aber Situationen, in denen es nicht makruh ist. Es gibt Situationen, in denen es nicht makruh ist. Das heißt, wo andere Normen gelten. Zum Beispiel im Krieg. Im Krieg ist es ohne Karaha erlaubt. Es ist im Krieg ohne Karaha erlaubt, weil es die Krieger dadurch jünger aussehen lässt. Nicht? Zweitens,
Es kann in diversen Situationen haram sein, wenn es zu Täuschung führt, wenn damit Täuschung bezweckt wird. Beispielsweise, jemand möchte heiraten und er färbt sich die Haare schwarz, um dadurch jünger zu wirken. Es gibt einige Gefährten des Propheten, die sich die Haare schwarz färbten. Hierzu gehört مثلاً Uqba ibn Amir, Al-Hassan, Al-Hussein und ein paar andere Persönlichkeiten unter den Sahaben. Auch unter den Tabi'un ibn Sirin. Ja. Also gilt das Färben auch für Frauen? Gilt das Färben auch für Frauen? Nein, das gilt für Mann und Frau. Wobei es hier einige auch wieder, das ist der Madhhab, aber es gibt einige der Ahlul Ilm, die wie Ishaq ibn Rahaway war der Auffassung, dass es nur die Männer betrifft, nicht die Frauen. Aber der Madhhab ist, dass das die Frauen und die Männer betrifft. Eine interessante Frage, die sich hier stellt, ist: Rahaway oder Rahuya, das sind zwei Formen, wie man diesen Namen ausspricht. Das ist eine dieselbe Person. Eine interessante Frage, die sich stellt, wozu ich aber ich selbst noch nie was gesehen habe. Ob sich jemand dazu geäußert hat. Wegen der Farbe schwarz. Wenn jemand schwarze Haare hatte, jemand hat schwarze Haare. Und wir wissen, im afrikanischen Kontinent, inklusive der ganzen arabischen oder arabisierten Länder, haben die meisten Menschen schwarze Haare. Oder im Allgemeinen, die Mehrheit der Weltbevölkerung hat schwarze Haare. Tamam? So, wenn jetzt eine Person ergraut und sich die Haare schwarz färbt, besteht ja die Wahrscheinlichkeit, dass man vermutet, dass dies seine natürliche Haarfarbe ist im aktuellen Zustand. Färbt er sich die Haare aber mit Henna, dann sieht man, dass das gefärbte Haare sind. Färbt er sich die Haare oder bleicht er sich die Haare, sodass eine blonde Farbe rauskommt, sieht man, dass seine Haare gefärbt sind. Aber was ist, wenn die natürliche Farbe einer Haarfarbe einer Person gar nicht schwarz ist? Versteht ihr? Also, da gibt auch Leute mit weißen Haaren. Tamam, mag es geben, aber das ist erstmal eine Seltenheit. Und zweitens geht es ja darum, wenn jemand sich die Haare schwarz färbt, wenn jemand sich mit schwarzen Haaren, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja Leute angesprochen, die in der Regel schwarze Haare haben. Er hat Leute angesprochen, die in der Regel, ihre natürliche Haarfarbe ist schwarz. Und es ist ja nicht die schwarze Farbe, die etwas Verpöntes ist. Es ist ja nicht das Schwarz, was schlecht ist.